Hello. Who are you? Doesn't matter. Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close, so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. Dead. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Why doesn't she turn back? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already dead. I can feel you coming. Shh. Quiet. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Look around you. Can you see them? Over there. Why isn't she looking? Why aren't you looking? He's in Helheim. Look. Up ahead. In Helheim. You see it too? You promised you came. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call Hell. Look around and you'll see them. The drowned, the sick, the slain. Here they lie, rotting in the fields and rivers of hell. But the dead don't always lie still here. Can you see them? They're going to do that to you. They're watching. Stop. Can you feel them watching? They're watching her. What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it. Turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her.
bravery only means something to those afraid of death. Then it was fear runs far, far deeper. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Und damit herzlich willkommen bei Hellblade: Senua's Sacrifice. Wow, was war das denn für ein stimmungsvolles Intro? Was für eine schöne Einführung. Etwas makaber und sehr verwirrend. Wir befinden uns offenbar an einem Ort namens Hell. Ob der Ort was zu tun hat mit der uns bekannten Hölle, das kann ich euch noch nicht sagen. Das werden wir hoffentlich jetzt in den nächsten Stunden herausfinden. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Ich habe nur gehört, es soll wunderschön sein, das Spiel, und auch sehr verstörend. Und ja, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Look, really haben wir gleich was. Clearly. Focus, Senua. Focus. Focus and you'll see. What happens if you focus? Okay, hier müssen wir offenbar irgendwas drücken. Do not forget my story, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate. But gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the river of knives that flows from the dark world of Niflheim. Ja, das waren jetzt relativ viele Namen. Wir müssen uns auf alle Fälle auf einen Fahrtwagen. Da sind wir mal gespannt, was da rauskommt. Und wir können offenbar Stimmen hören in unserem Kopf und sind uns der Stimmen offenbar auch bewusst. Mann, sieht das hier creepy aus. Und wir haben auch einen Kopf in unserem Reisegepäck, der atmet. Oh, das haben wir vom Boot aus schon gesehen. Helheim. The
land of mist and fog. The old fool was right. What was it he said? The river of knives across which lies the halls of hell. The place they call Helheim. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved, Dillian. Okay, Helheim ist unser Ziel offenbar. Das hat uns auch nochmal unser Kopf bestätigt. Und ist das mal hübsch hier. Oh, Wahnsinn. His soul still lives. She needs to save his soul. She wants his soul to be at. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir müssen hier entlang. The bridge to Helheim. I forget its name. She forgets too. But she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. The old fool said there was a hidden path up to it. Let's see, shall we? Wir müssen also über die Brücke. Da dürfen nur die Toten drüber. Dann schauen wir mal, ob wir hier nicht einen Geheimpfad finden. Da vorne sieht es ja schon mal gut aus. Das sieht alles so heruntergekommen aus. Wenn das hier irgendwie das Jenseits oder was auch immer ist, dann will ich nicht hier unbedingt sein. Da haben wir nochmal so einen Informationsstein. Fokusstein wahrscheinlich. The Northmen speak of nine worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. Wir sind auch schon sehr ramponiert, wenn wir uns selber mal anschauen. Wir haben offenbar schon eine etwas längere Reise hinter uns. Ist auch etwas irritierend und doch auch erfrischend, weil hier keine Bedienungselemente angezeigt werden. Ist nichts da, weder was ich drücken muss oder ähnliches. Ich muss das alles selber ausprobieren. Nur die Hinweise in meinem Kopf sagen dann immer, jetzt laufen oder hier hoch oder so. Und jetzt regnet es auch noch. Das ist ja. So, jetzt müssen wir hier rüber. Und mit Kopfhörern spiele ich es ja gerade, hört sich das alles so creepy an. Das ist unglaublich, weil die immer aus verschiedenen Positionen kommen, die Stimmen. Heieiei. Und ein weiteres Zeichen. Don't kill me. I'm not one of them. Don't listen.
hidden. I find I live longer that way. Don't listen. I'll never let the bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? It's just a memory. Truth? Is that you? For my tales of the Northmen, they call me Druth. A liar. He's lost. An old fool. Druth is my truth. Hmm? It's good to see you again. You kept your vow. To guide you in this life and the next, I will tell you my stories of hell. If I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. You have to take a closer look to see. I can see one. She needs to focus now. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Oh, da müssen wir offenbar irgendwelche Runen basteln. Hä? Muss hier irgendwas fokussieren? Müssen wir hier vielleicht näher rangehen? Wir haben hier so ein kleines Zeichen, so ein durchsichtiges Zeichen. Wenn ich fokussiere, hier sieht man das relativ schwach. Und das sieht genauso aus wie die Rune. Aber muss ich da noch irgendwas drücken, oder? Ich gehe nochmal weg. Da sieht man es jetzt relativ gut, die Rune. Aber was muss ich mit der machen? Anders vielleicht. Okay, ich hänge hier beim ersten Rätsel bereits. Das ist ja seltsam. Müssen wir da vielleicht nochmal zurückgehen? Da ist jetzt irgendwas. It's near. Look towards the gate. Heie. Das ist ja jetzt. Oh, jetzt ist blau, okay. Ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe hier drüben fokussiert. Auf diesen Bereich. Und jetzt hier ist nochmal das Symbol blau. Und jetzt. The gate is open. Go through the gate. Go through it. Jetzt können wir durchgehen. Follow it. Huh. What's behind the gate? It works. Das geht ja schon gut los. I spent 6 years enslaved in hell. But I watched the Northmen. Learned their ways. I know you did. You listen? When everyone else laughed. My people paid a heavy price. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury.
everyone's trying to make them go away. Pretend they weren't real. But what good is that? When we are always here. Wir haben also jetzt einen neuen Freund. Drother war sein Name. Wenn ich mich nicht irre. Der uns jetzt hilft, hier rüber zu kommen. Nach Helheim. I guess it's the same with heights. You can stand on the edge. Pretend it's going to be okay. But you know that death is near. Waiting for you to make that little slip. You can't just wish things away. The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed, and with her you must bargain. Der Dillion, ist das jemand, den wir suchen, offenbar? Dann müssen wir uns die Namen mal merken. Was ist denn hier hinten? Geht's nicht weiter, wir müssen also die Leiter runter. Leuchtet schon mal. Das heißt, hier gibt es bestimmt den ein oder anderen Bewohner. Stay back. Look at it. You have to open it. The gate to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horrors lie behind that door. She must find him. Shh. Someone's here. Hier. You took him from me. I beg you, let him go. I'll give you what you want. I won't resist anymore. Als ausweichen. Hey, keine Angabe, was wir tun müssen. Das finden wir jetzt alleine raus. Wir haben hier offenbar einen Gegner, der Finsternis. Okay, wir können zuhauen. Das können wir noch machen. Wir können kicken. Und wir können stark zuhauen, offenbar. Sehr gut. Können wir auch blocken.
Wow. Wir können auch. Wow, wir können auch blocken. Take him down. Wow, da kommt ja gleich noch mal einer. Wie viele sind dann hier? Ist ja Wahnsinn. Nicht zu verletzen. Was ist denn jetzt los? Eieiei, drei Stück gleich. Was müssen wir jetzt machen? Nein, ich kann die nicht verletzen. Müssen wir hier irgendwas mit Fokus vielleicht? Nein, 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 stehen bleiben. Wir haben leider keinen Fokus. Ich hau hier ständig durch. Ich kann hier nichts machen. Has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Okay, verstörend ist noch etwas gut ausgedrückt. Eieieiei. Mit jedem Fehlschlag wächst die dunkle Fäulnis. Okay, haben wir hier Permadeath? Okay, offenbar. Ja, wir dürfen also nicht verlieren. Eieiei, das wusste ich auch nicht. The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now at least she still has control of her mind. And she will fulfill her vow, whatever the cost. He's not breathing. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valravn. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead.
Erstmal durchatmen. Was für ein Auftakt. Ja. Für eine erste Folge. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann hier um diese beiden Türen kümmern. Unglaublich. Ich bin so begeistert. Wunderbare Grafik, wunderbare Animationen, wunderbare Sprecher und alles so creepy verwirrend. Unglaublich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bisher und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.